Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und Non-Binäre da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity, den Reisen und Abenteuern des Dr. Faust. Wir sind hier wieder im wunderschönen Farnheim, die Türen des Sanatoriums hinter uns verschlossen und keine Menschenseele, keine gestandenen Seele hier draußen ahnt, was gerade noch hinter diesen Toren vorgefallen ist. Der wartende Mann hat uns definitiv zwar nicht direkt erwartet als solches, aber er war definitiv vorbereitet und eventuell haben wir als gesamte Gruppe gerade die Leben von mehreren, von einem ganzen Dutzend Insassen auf dem Gewissen. Gerade wollten wir uns eigentlich auf den Weg machen, weiter Farnheim, sondern Trutzbuch zu erkunden, aber scheinbar kommt uns jemand hier entgegen. Ein Bote. Verzeihung, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr werdet zum Haus Hardred gebeten, wo Lady Webb euch so bald wie möglich erwartet. Die Leiterin des Spionagenetzwerks der Dunruidstraße. Palagina kneift ihre Augen zusammen. Warum sollte sie nach dir suchen? Woher wusstest du, wo du mich findest? Naja, es ist Lady Webb. Sie weiß alles. Aha. Erzähl mir von dieser Lady Webb. Ein Name, der überhaupt nicht misstrauenserweckend klingt. Ihr kennt Lady Webb nicht. Sie ist... Naja, eigentlich hat sie seit sehr langer Zeit niemand mehr wirklich gesehen. Aber sie ist die Leiterin der Dunruidstraße. Und ist es auch schon so lang, wie sich auch nur irgendjemand daran erinnern kann. Er hält inne und beobachtet misstrauisch die Passanten. Leise fährt er fort. Sie soll alt sein. Älter als sonst irgendjemand. Und sie verlässt niemals ihr Zimmer. Manche sagen, sie sei ganz verwelkt und nur noch ein Haufen Knochen, der durch dunkle Magie am Leben gehalten wird. Sie ist immer noch sehr aktiv, soweit man weiß. Sie findet Dinge heraus und beschützt uns. Und man sagt, sie ziehe auch hinter dem Thron die Fäden. Ein ganzer Ring von Medien folgt ihrem Befehl und hält sie ständig auf dem Laufenden. Wenn man in diesem Land etwas anstellt, bittet man nicht die Götter um Vergebung, sondern besser erst Lady Webb. Das klingt nach einer Person, deren Einladung wir definitiv nicht ausschlagen sollten, aber nicht unbedingt nach einer Person, mit der wir wirklich viel zu tun haben wollen. Was ist denn die Dunruidstraße? Ein ganzes Netz aus Medien, das vom Haus Hardred aus geführt wird. Sie hüten den Frieden, aber sie möchten nicht, dass man sie dabei bemerkt. In dieser Stadt verschwinden Probleme meistens irgendwann von alleine. Und man kann sich dann schon denken, warum. Ich meine, wir waren bereits im Haus Hardred, wir müssen nicht nach dem Weg fragen. Nun gut. Vielen Dank. Beziehungsweise, wir waren bereits bei der Dunruidstraße, das ist dieses Haus hier hinten. Wenn wir uns erinnern, haben wir hier, Hilfe gesucht. Dementsprechend machen wir uns auch direkt mal die 10 Meter auf den Weg. Oder auch nicht. Als du dich der Erscheinung näherst, wirst du plötzlich von einem mächtigen Angstgefühl überwältigt, das dir wie ein Stein im Magen liegt. Das Gefühl ist ziemlich surreal und gleicht eher der Erinnerung an ein Gefühl, verdreht dir aber trotzdem die Eingeweide. Die Stirn der Erscheinung ist angespannt und sie hat einen besorgten Gesichtsausdruck. Die anderen Missionare sagen, dass du deine Pflicht nur nachlässig ausgeführt hast. Ich habe an etwas anderes gedacht. Die Erscheinung hebt ihre Augenbrauen. Ach, und das beunruhigt dich? Der Schmerz in deinem Magen wird stärker und einen Augenblick glaubst du, dich übergeben zu müssen. Dein Mund ist trocken geworden. Ergeben Sie mir, Eminenz, aber
Ich möchte den Orden verlassen. Der Mann faltet seine Finger zusammen und presst sie dann gedankenverloren auf seinen Mund. Du warst begabt im Lernen und deine Überzeugungen haben jene um dich inspiriert. Darf ich fragen, was sich verändert hat, das dich so fühlen lässt? Ich habe etwas Unverzeihliches getan. Die Erscheinung atmet langsam aus und presst die Lippen zusammen. Ihre Augen sind voller Wohlwollen. Sie legt dir eine Hand auf die Schulter. Ich verstehe. Und du würdest dich also selbst verstoßen. Geht es darum? Nach dem, was ich getan habe, würde mich kein Gott mehr wollen. Die Erscheinung wirkt verwundert. Wenn du das glaubst, dann bin ich als dein Lehrer gescheitert. Es gibt viele Götter, damit niemand führungslos durchs Leben gehen muss, egal wer sie sind oder was sie getan haben. Nur diejenigen, die sich ihren Göttern entsagen und denken, alles sei verloren, nur die müssen Angst haben. Für diejenigen aber, die um Hilfe und Vergebung betteln, sind die Götter immer da. Nur für die Würdigen. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Unter den Göttern könnte es einige geben, die dich bestrafen würden. Auf die Bestrafung aber folgt der Sündenerlass, die Erlösung. Egal welcher Makel auf deiner Seele liegt, die Götter können ihn abwaschen. Aber im Gegenzug dafür musst du dich ihnen weihen. Das ist es, was dich würdig werden lässt. Wirst du das Vertrauen zurückgeben, das sie in dich setzen? Der Knoten in deinem Magen scheint sich urplötzlich zu lösen und das Angstgefühl wird von etwas komplett Gegensätzlichem ersetzt, von etwas Warmen und Beruhigenden. Und es ist etwas, von dem du weißt, dass du es niemals zurückzahlen können wirst. Als die Vision verblasst, wirst du dir der vielen merkwürdigen Blicke bewusst, die auf dich gerichtet sind. Deine letzte Antwort hallt in deinem Verstand wider. Das werde ich. Also dann, weiter zum Haus Hadrid, meine Gefährten. Los. Das also ist das Haus Hadrid. Ich meine, wir waren bereits hier. Jetzt müssen wir nur noch Lady Webb finden. Sprich mit Fürstin Lady Webb im Haus Hadrid. Ja, die Frage ist natürlich nur, wo wird sie zu finden sein? Sprechen wir doch mal mit Curran, der bereits einmal uns geholfen hat. Aber ihn können wir nicht nach dem Weg fragen. Vielleicht ist das hier Lady Webbs Studierzimmer. Gucken wir mal rein. Sieht nicht so aus. Wir können es nur ausrauben. Werden leider durch einen blöden Agenten unterbrochen. Okay, hier hinten. Bestimmt ist sie hier. Nein, warte mal. Sie ist nicht in den öffentlichen Räumen. Natürlich ist sie das nicht. Es hat ja auch seit Ewigkeit niemand mehr die Frau gesehen. Also müssen wir doch eher ins Obergeschoss gehen. Haha. Da wird sie zu finden sein. Ganz bestimmt. Ja, hier ist eine verschlossene Tür. Das wird sie sein. Da. Lady Webb empfängt dich jetzt. Okay. Dann bin ich mal sehr gespannt, wer diese junge Dame sein wird. Da ist sie. Lady Webb. Hinter einem unglaublich großen Schreibtisch in einem sehr prunkvollen Zimmer. Ist aber doch recht spartanisch eingerichtet ist dafür. Bin ich mal gespannt, mit wem wir es hier zu tun haben. Diese Frau umklammert mit spindeldürren, schrumpeligen Fingern einen dicken Stapel Pergamente. Die Finger sind von ihrem hohen Alter fast durchsichtig. Ein hauchdünner Schleier über fahlen, blauen Adern. Tintenflecke, Kerzenverbrennungen und die Narben unzähliger Schnitte von Rändern von Schriftrollen zeichnen ihre Hände wie eine Steppdecke, deren Muster einer großen, unbeschreiblichen Wahrheit nachempfunden ist. Sie blickt nicht auf, sondern liest weiter. Der Bote hat meine Einladung also überbracht. Ein Wunder,
dass selbst die Wiedergeburt von Eothas wie einen Lausbubenstreich aussehen lassen würde. Der Botenberuf zieht nicht unbedingt die hellsten Geister an. Sie haben mich in letzter Zeit mit einer solchen Regelmäßigkeit enttäuscht, dass ich versucht war, stattdessen ein Medium nach dir suchen zu lassen. Sie blickt zum ersten Mal auf und mustert dich. Das also ist der Wächter, der Cat Noir übernommen hat. Ach, blick nicht so überrascht rein. Es ist ein unziemlicher Gesichtsausdruck. Ohne solche Details zu kennen, würde ich meine Stellung nicht lange halten können. Genau so stelle ich mir Aleth Mutter vor. Und dieses Fiasko im Sanatorium, in das du mitten hineingestolpert bist. Welcher Teufel hat dich geritten, in dieses Wespennest zu stechen? Ich muss jemanden finden. Aber nicht einfach irgendjemanden. Jemanden, der in Diensten des bleiernen Schlüssels steht. Nicht nur du hast Interesse an ihren jüngsten Aktivitäten. Ich habe allein dieses Jahr bei dem Versuch, jemanden in ihre Reihen einzuschleusen, 4 Medien verloren. Wir können daher weiterhin nur mutmaßen, wer der Gruppe angehört und welche Ziele sie hat. Was wohl bedeutet, dass wir viel mit ihnen gemeinsam haben. Ich habe dich hergebeten, weil ich wissen wollte, was dein Interesse an der Sache ist. Ich dachte, wir könnten einander vielleicht helfen. Warum suchst du nach dem bleiernen Schlüssel? Ich bin in einer der Ruinen einem Mann begegnet. Ich muss ihn wiederfinden. Sie schließt die Augen. Ihre Lider zittern. Dann wird ihr Gesicht plötzlich reglos und ihre Lippen teilen sich. Nur einen kleinen Spalt. Ihre Hand öffnet sich kurz. Ein Teil des Pergaments fällt zu Boden und die Seiten wirbeln um ihre Beine wie die Blätter eines sterbenden Baumes. Ihre fleischigen Augenlider heben sich und ihr Blick fällt sofort auf dich. Die Götter sind grausam, fürchte ich. Der Mann, den du suchst, ist Tharus Ix Arcanon, Großmeister des bleiernen Schlüssels, einer der gefährlichsten und am schwersten zu fassenden Männer, die es in Eora jemals gab. Woher weißt du, dass ich nach diesem Tharus suche? Weil du sein Gesicht gesehen hast. Damit ist es mir ein leichtes, es ebenfalls zu sehen. Du hast ihn sogar in zeremoniellen Gewändern gesehen, wie es scheint. Es muss eine besondere Gelegenheit gewesen sein. Was kannst du mir über Tharus sagen? Mehr als die meisten. Auch wenn nur wenige überhaupt seinen Namen kennen. Und es lässt sich nicht sagen, wie viel von dem, was ich gelesen habe, tatsächlich wahr ist. Der bleierne Schlüssel ist über 2000 Jahre alt. Wenn die Gerüchte stimmen, hat Tharus ihn gegründet. Die wenigen existierenden Beweisfetzen lassen vermuten, dass er schon viele Male gestorben ist und jedes Mal wiedergeboren wird. Als exakt derselbe Mann. In der Jugend wird er erweckt, mit allem Wissen und allen Erfahrungen seiner früheren Leben. Die Pläne, die er schmiedet, kommen manchmal erst nach Hunderten von Jahren zur Reife. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass dies nicht der natürliche Lauf der Dinge ist. Doch es heißt, er sei einer von Wedekas Günstlingen. Und diese alte Hexe hat ihre Vetternwirtschaft noch nie durch irgendwelche Regeln stören lassen. Das erklärt vielleicht auch eine weitere seiner angeblichen Gaben. Sein Körper stellt keine Grenzen für seine Seele dar. Man weiß, dass er Besitz von anderen ergreift, wenn ihre Seele schwach genug ist. Oft im Dienst einer ausgeklügelten Intrige. Doch manchmal zwingt er sie auch lediglich, sich selbst das Leben zu nehmen. Er ist nicht für sein Übermaß an Mitgefühl bekannt. Er zeigt sich zudem nur in den dringendsten Angelegenheiten der Gruppe. Wenn er sich unmittelbar in den Plan eingemischt hat, den sie diesmal schmieden, was das auch sein mag, ist das vielleicht deine einzige Chance, ihn zu finden. Und wenn du ihn gefunden hast, falls du ihn findest,
würde ich mir an deiner Stelle keine zu großen Hoffnungen machen. Er ist ein Getriebener, der sich durch nichts von seinem Ziel abbringen lässt. Deine Probleme werden ihn nicht das geringste scheren. Woher weißt du so viel über Thaos? Ich weiß, deine Position bringt es mit sich, viel zu wissen, aber das ist ein enormer Wissensschatz für eine Person, deren Name angeblich nicht einmal wirklich bekannt ist. Sie blickt hinab auf ihre Hand und reibt an einer alten Narbe. Genau wie ich an all mein Wissen komme. Umfangreiche Nachforschungen, Spionage, Bestechung, vielleicht noch einige weniger erfreuliche Maßnahmen. Was auch immer das Wissen verlangt, ich bezahle es. Nichts hat größeren Wert. Was Thaos angeht, ist leider auch nichts rarer gesät. Er hat seine Spuren viel zu gut verwischt. Seine Manipulationen im Verlauf der Geschichte sind im Sand der Zeit verloren. Doch eines weiß ich gewiss. Es gab viele. Was gibt es sonst noch über den bleiernen Schlüssel zu wissen? Herzlich wenig, fürchte ich. Vieles weißt du selbst schon. Jedes Mitglied kennt nur die Identität einer Handvoll anderer Mitglieder. Man lässt sie im Dunkeln über Missionen, an denen sie nicht beteiligt sind, manchmal auch über jene, an denen sie beteiligt sind. Sie existieren, um Geheimnisse zu verbergen, die sie selbst nicht kennen. Schwer vorstellbar, wie naiv jemand sein muss, damit ihm das attraktiv erscheint. Dennoch sind sie sehr gut in dem, was sie tun. Was sie vor allem ihrem Gründer zu verdanken haben, der die Dinge notfalls selbst in die Hand nimmt. Und er scheitert nicht. Grundsätzlich nicht. Das ist alles schön und gut, doch letzten Endes, was willst du von mir? Halte mich auf dem Laufenden. Der bleierne Schlüssel war in letzter Zeit sehr beschäftigt und das ist beunruhigende Kunde. Ich kann nur raten, was sie im Schilde führen. Du scheinst ein Talent dafür zu haben, die Steine umzudrehen, unter denen sie sich verkrochen haben. Dreh sie weiter um. Die Dunriedstraße wird dich nicht aufhalten. Was sie auch im Schilde führen, es wird für uns beide von großem Nutzen sein, es herauszufinden. In deinem Fall wird es sich gewiss zu Thaos führen. Im Gegenzug teile ich unser Wissen mit dir und unterstütze dich, wo ich es kann. Ein mächtiger, aber sehr unberechenbarer Verbündeter wäre dies. In der sehr derzeitigen Situation schwierig einzuschätzen. Immerhin haben wir gewisse Spuren, die wir noch verfolgen können. Was ist, wenn ich ablehne? Dann würdest du töricht aussehen, weil das Angebot weiter steht. Es ist nicht nötig, es abzulehnen. Wenn du feststellst, dass deine Spur erkaltet ist, bringe mir, was du bis dahin gefunden hast. Ich könnte äußerst hilfreich für dich sein. Ich werde darüber grübeln, Lady Webb. Doch bis dahin, vielen Dank für dieses überaus erleuchtende Gespräch. Habt noch einen schönen Tag. Leb wohl. Bemühe dich bitte, am Leben zu bleiben. Okay. Wow. Also erstmal war das eine Stimme, die auf die Stimme geht. Auch wenn ich mich ein bisschen zurückgehalten habe. Und zum anderen... Wow. Das ist, der nächste Faktor in einem großen Spiel und einem großen Ränkespiel an Mächten, die irgendwie alle gegeneinander intrigieren. Und wir als harmloser wissenschaftlicher Reisender mittendrin. Voll geil. Du bist schon seit 5 Jahren auf dich allein gestellt. Ich hatte Itomak. Aber du kannst nicht mit ihm reden. Meine Standards haben sich ungefähr ab dem 2. Jahr verändert.
Ich weiß, sie hat eine andere, Sagani hat eine andere Stimme, aber schön, schönes Gespräch. Wow. Was soll man sagen, ne? Das ist, ich glaube, nach dem, was wir hier herausgefunden haben und nach den Hinweisen, die sich ziemlich verdichten, dass hier einiges an unschönen Dingen vonstatten geht, sollten wir uns nicht mit langen Reisen aufhalten und nach Dorf Dürfurt mal wieder zurückreisen, sondern tatsächlich direkt mal uns auf den Weg zum Erbhügel machen, um eventuell weitere Informationen hier herauszufinden. Denn wie wir wissen, im Turm vom Erdhügel soll es ja auch ein paar Dinge geben, in die der bleierne Schlüssel verwickelt ist. So, gucken wir doch mal, was wir aber ansonsten noch zu tun haben, denn ich möchte gerne diese Folge geschlossen halten. In unserer Festung hat sich etwas Neues getan. Wir haben einen Kranz aus Asche als neue Quest hinzubekommen. In der Vaelianischen Republik Palmenia verbrennen Vandalen Tribute, die auf einem Militärfriedhof für die Toten abgelegt wurden. Die Duchessa ist zwar verärgert, besitzt jedoch keine örtlichen Ressourcen, um das Problem zu lösen. Da die Republik bald den 50. Jahrestag der Schlacht von Lagone Pirella begehen wird, möchte die Duchessa oder die Duchessa das Mysterium schnell und unauffällig lösen lassen. Und wir weisen natürlich unsere Narena an, um das Ganze zu erledigen. Sehr schön. Und dann sehe ich, dass nach den Kämpfen unser lieber Adder und auch der Rest der Gruppe etwas mitgenommen ist. Dementsprechend würde ich einmal sagen, dass wir uns kurz in dem Gasthaus, dessen Namen ich natürlich nicht vergessen habe, im verkohlten Fass ausruhen. Und dann vielleicht mit Adder reden, der einige Worte mit uns zu wechseln hat. Wir können uns vorstellen, dass es ein Gespräch am Abend im verkohlten Fass ist, während irgendeine Vorstellung läuft auf der Bühne dort hinten. Sitzen Adder und Dr. Faust an einem Tisch und unterhalten sich. Die Dutzenden. Er schüttet bitter lächelnd den Kopf. Bin mir ziemlich sicher, dass du innerhalb derer, die in einem Radius von 100 Meilen um diese Brücke herumstanden, als der Göttermaul losging, keinen einzigen von ihnen finden wirst. Das ist doch ja mal schade, denn dann gäbe es jetzt weniger von ihnen. Was hast du gegen die Dutzenden? Ach, nichts Schlimmes. Nichts, das ich nicht auch gegen viele andere Leute hätte. Die Dutzenden nehmen die Dinge gerne in die eigenen Hände. Manchmal wird es dann ziemlich hässlich. In Goldheit zum Beispiel gibt es keine, aber sie würden sich da, glaube ich, sehr zu Hause fühlen. Sie wählten diesen Namen aus, damit sie sich ungeachtet ihrer Taten immer im Recht fühlen könnten. Mit Ehre oder Aufopferung hat das nichts zu tun. Wenn sie sich besonders rechtschaffen fühlen wollen, berufen sie sich gerne auf Magran. Irgendwie glaube ich nicht, dass dieser Haufen sie sonderlich beeindrucken würde. Ich bin sicher, dass ich sie gerne jedes Mal, wenn sie ihren Namen verwenden, in Brand stecken würde. Aber gegen sowas haben die Götter wahrscheinlich Regeln. Fast schon schade. Ich würde mir gerne so etwas mal anschauen. Beweise mir, dass die Götter gerecht sind. Oh, was gebe ich für ein bisschen davon? Warum nennen sie sich die Dutzenden? Waren 12 Dürrwalder, die außerhalb der Zitadelle von Halgott darauf warteten, dass Waitman die dortige Brücke überquert. Sie mussten ihn dort lange genug halten, bis zur Detonation des Götterhammers. Also taten sie genau das. Und der Götterhammer? So nannten sie die Bombe, die Waitman in die Luft sprengte. Viel mehr als das weiß ich auch nicht darüber. Wenn etwas einen Gott tötet, dann muss man ihm wohl einen Namen geben. Gute Nacht, Adder. Ja, gute Idee. Ich lege mich auch schlafen. Und damit machen wir ein kleines Nickerchen hier im verkohlten Fass. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns aufmachen zum Erbhügel, um herauszufinden, was es dort mit den
wie wir schon vernommen haben, merkwürdigen Geschehnissen auf sich hat und was der bleierne Schlüssel mit all dem zu tun hat. Ich hoffe, dass euch diese Folge so weit gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tüdelü und ciao, ciao.